So, herzlich willkommen zurück zu Outlast Whistleblower. Und ja, wir befinden uns immer noch außerhalb in diesem Gefängnistrakt. Und da hinten ist eine Tür offen und ich begebe mich jetzt mal weiter. Das war wieder so klar. Ah, die Tür da hinten ist offen, sehe ich gerade. Aha, ich muss dann da rein, okay. Hör ich wieder solche komische Geräusche. Mal kurz gucken, da geht nichts, ne? Also gehen wir mal da rein. Oh, wir haben mal was zum Lesen. Gibt's das auch? Ja, Wahnsinn. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Die Wall Rider Warnvorstellung. Okay. Von J. Billings Murkoff Corp. US.com an K. wie Galando Murkoff Corp. US.com betreff Re-Patient Samuel. Kurt oder Kurt, wir haben wieder einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stock in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in Hörreichweite eines angestellten Wachmannes über Wall Rider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solch obskure und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter den Bann von Wahnvorstellungen ihrer Patienten fallen. Aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. Na toll. Über die Luft... Ist ja toll. Jetzt ist natürlich... Ja gut, okay, die ist ja zu gewesen. Ja. Ist in Ordnung. Also darüber kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen hier weiter. Was ist das? Wer sagt das? Wir begeben uns mal langsam weiter in dieser Sache hier. Ich will jetzt echt einmal hoffen, dass mir endlich wieder reinkomme, weil ich das gibt mir echt. Ey, Jungs, wenn ich mit dem Spiel fertig bin, könnt ihr mich auch einweisen. Meine Fresse, ey. Ich wollte mal kurz... Ja, gut, okay. Ich habe nur kurz mal den Finger auf die Taste gedrückt, dass ich rennen kann, weil ich trau hier nämlich überhaupt keinen mehr. Ey, das ist... Du kannst dich nicht verstecken. Wer hat das gesagt? Okay. Da ist nichts, keine Batterie. Wir hätten links eine Tür und rechts eine Tür. Links ist es offen. Oh Mann. Hier ist immer absolut gar nichts. Finde ich hier Schweinerei. So, dann probieren wir. So, war ja klar. Also hier geht wieder eine Leiter nach oben. Das heißt für uns,
Wir müssen die Leiter hoch. Das hilft alles nichts. So, jetzt sind wir hier auf der Art Wachturm oder was auch immer das ist. Vertrauen Sie ihnen nicht. Sie behaupten, es sei Wissenschaft, aber das ist es nicht. Sie haben auf uns gewartet. Ja, Billy hat es verstanden. Sie waren immer hier. Oh, da steht ja einer. Lässt er mich in Ruhe? Moin, Kollege! Alles Roger! Also, das ist definitiv auch wieder so ein Insasse. Da der Fesseln hat an den Handgelenken. Okay. Da ist wieder ein kleiner Raum. Funkgerät, Telefon, wie immer. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt endlich speichert. Gut. Okay, also hier geht der Punk ab, das sehe ich schon gleich. Was zum... Da läuft einer amok. Was muss ich hier machen? Oh Scheiße. Warum habe ich gleich das Gefühl, dass ich gleich rennen darf? Also ich glaube, die Tür lasse ich mal links liegen. Meine Fresse, ey, was ein Bild, ey. Noch mal kurz was testen. Okay. War nur ein kurzer Test. Okay, dann weiter in der guten Stube. Also ich soll ja immer noch dieses blöde Funkgerät finden. So. Es nicht müssen. Warum sollen wir dafür bezahlen? Warum müssen wir sterben? Walker wird uns umbringen, weil wir krank sind. Wir sind doch Menschen. Wir haben es uns nicht ausgesucht. Oh oh. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl hier bei der Sache. Ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Oh, Scheiße. Keine Batterie, kein gar nichts. Hier hätten wir eine Tür. Mit der Tür warten wir mal. Wir gehen erst einmal jetzt hier rein. Oh, das Funkgerät. Ich brech zusammen. Geil! Wir sind am Funkgerät. Redfield 991. Oh Leck, was geht denn jetzt ab? Was ist denn das für ein... Willen Park, Sie kommen... Sie konnten nicht einfach ihren Mund halten. Sie konnten nicht einfach mitspielen. Aber sie haben jetzt genug geredet. Und sterben Sie hier, Park. Es speichert. Okay. Müssen wir kurz was gucken. Okay, also, das war doch dieser Kerl vom Anfang, der wo mich da in meinem Büro besucht hat.
Boah. Ey, Jungs, ihr macht mich fertig. Oh nein! Der Dicke! Scheiße! Der Dicke! Ich hab Arsch, der Dicke! Ach, ja gut, okay. Lass den mal rumspinnen. Der Dicke ist da. Der hat mir gerade noch gefehlt, hey. Fick die Henne. Es speichert. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir hier jetzt wieder einen Cut rein? Oder machen wir noch ein bisschen weiter? Ich muss mal kurz gucken. Oh nee, das ist noch ein bisschen zu früh. Also machen wir mal weiter. Alle Markov-Mitarbeiter an der Mehrkirche ist im Gange. Bitte bewegen Sie sich in Richtung der Verwaltungsblock. Die Patienten und die ruhig gestellten Fälle sollen sich ruhig verhalten und in den Räumen. Was ist hier noch recht der Fall? Fälle ruhig zu verhalten in den Räumen bleiben. Also. Ich habe jetzt ein neues Ziel. Ich soll in den Verwaltungsblock. Das heißt, der Verwaltungsblock müsste doch eigentlich dieses Ding am Anfang sein, wo ich bei Outlast war. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, als ich weiß es nicht. Ach du heilige Scheiße. Ja, genau. Also ich schaue mich doch erst einmal ein bisschen um. Der Kerl. Eine weitere arme Seele, hab keine Angst dafür. Das ist doch dieser. Warte mal kurz, ich wollte erst mal gucken, was da in dieser Tür drin ist. Der Doktor hat einmal erzählt, dass die Höhlenmenschen, wir glauben an falschen Dinge und das wird es nicht. Ja, zum Geil sagt das. Der Doktor hat das Höhlenmenschen oder der Technik für Magie halten würde. Der Menschen Magie zeigt. Ja, ist sie für Technik. Okay, also hier ist mal definitiv gar nichts. Also ich glaube, ich muss doch bei dem. Das ist doch dieses. Dieser Kerl. Hä? Das ist doch der Pate. Pate, oder? Oder kümmert mir das nur so vor? Die Tür ist abgeschlossen. Ja, freilich, da war ich doch mit dem anderen schon. Okay, eine Akte. Also jetzt wissen wir, wo wir sind. Einigermaßen wissen wir es. Abgehender Profit. Okay. Betreff Scheinschwangerschaften, echter Profit. Rick, das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Projekt Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen.
Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich. Und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwer unter den Teppich zu kehren. Aber die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Markt dieser Damen war jenseits von Gut und Böse. Und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung von Project Wallrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir die eine Frage: Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, yeah. Scheiße, scheiß auf dich, du verdammter Dreckskerl. Komm her. Ich komm doch nicht her, bist du blöd? Also den Kerl, den kennen wir ja noch von Outlast, doch. Aber diese Tür war offen und da war keiner drin, also... Wir sind dann praktisch hier durchgegangen. Was so? Ja, jetzt kommt man doch zu diesem Kerl, der da drin stand und den einen Polizist niedergemetzelt hat. Der war doch da drin gestanden, ja genau, jetzt hat der Sack natürlich da das Ding zugemacht, jetzt komme ich da nicht raus, ne? Das ist ja wieder mal super. Aha, okay, jetzt haben sie hier verbarrikadiert, links war zu. Okay. Okay, schauen wir mal, was hier so Schönes abgeht. Ah! Nehmen wir dankend an. 6 Batterien, das ist sehr schön. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Also hier ist dann nichts mehr. Ist in Ordnung. Das heißt, ich muss jetzt also praktisch da rein. Also beim nächsten Speicherpunkt werden wir dann wieder einen Cut reinmachen. Inaktiv. Natürlich, was denn da sonst? Die ist zu. Oh. Fuck die Hände! Oh, Scheiße! Der dicke wieder. Okay, Jungs, also passt im Hof. Wir wollten sowieso gerade speichern, aber ich wie... Oh, fuck, ey. Ich kann nicht speichern, Jungs. Weil der Dicke hinter mir her ist. Oh, verfickte Scheiße. So, jetzt hat's aber gespeichert. Das heißt, wir könnten jetzt einen Cut reinmachen. Und komischerweise
Ihr wollt doch nicht wirklich, dass ich dort runtergehe, oder? Ja, also Fakt ist, es hat gespeichert und wir machen jetzt hier wieder einen Cut rein. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Outlast Whistleblower.